Ja, Leute, ganz herzlich willkommen zurück zum weiteren Part von Super Mario Bros. Wonder. Ja, nicht wundern, warum ich gerade hier nochmal in diesem einen Level bin, mit den 4 Sternen Schwierigkeit. Das liegt daran, weil ich beim letzten Mal, ich sag mal indirekt, eine Secret übersehen habe. Ich meine, ich habe diese Blöcke hier rechts zwar wahrgenommen, aber ja, aus irgendeinem Grund, also ich bin in die Röhre reingegangen und ich konnte halt dann leider nicht mehr zurück. Ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas ist, weil das kann ja nicht ohne Grund da sein. Und naja, man kann mit dem Elefantenpilze durch. So, und jetzt bringt mich der Kollege hier, aufgepasst, zu einem Secret Exit. Und das bedeutet, wir sind mit der ersten Welt tatsächlich noch gar nicht fertig, sondern es gibt noch ein verstecktes Level in der ersten Welt. Und vor allem, das bedeutet natürlich, wenn es das in der ersten Welt gibt, ist die Chance groß, dass man das auch in der zweiten, dritten, vierten und allen anderen Welten findet. Und ich bin schon gespannt, was mich da jetzt erwartet. Da oben ist es. Ja, es sieht aber schon mal vom ersten Blickpunkt gar nicht mal so schlecht aus. Elastis im Zwielichtwald. Eine Zweier-Schwierigkeit. Ja, und ich möchte eigentlich... Okay, jetzt habe ich den Ton schon ausgewählt. Gut, dann mache ich das erst im nächsten Part. Ich wollte eigentlich heute mal probieren, wie es mit Yoshi ist und so. Und LOL, Silhouettenlevel. Ich bekomme gleich direkt mal Flashbacks wieder. Und wisst ihr, auf was? Richtig, auf Donkey Kong Country Returns. Weil da habe ich das ja auch erst im Let's Play dazu gemacht. Oh Gott, das heißt, ich kann jetzt wieder überall langlaufen. Da kann überall was versteckt sein. Ja, also Donkey Kong Country Returns, das ist ja Let's Plays. Für alle, die es nicht wissen sollten. Und da waren Silhouettenlevel ja auch immer ganz cool im Kurs. So, was haben wir hier? Ein paar Münzchen. Mann, aber da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man irgendwas verstecken kann. Also, ich glaube, das wird das nächste sein, wo ich nicht alles finde. Gut, da unten haben wir schon mal was. Kann ich da einfach durchlatschen oder... Ne, ich muss das aufbrechen. Das kommt ja auch noch dazu. Da können überall versteckte Blöcke sein oder whatever. Wahrscheinlich ist da sogar irgendwo so eine Wunderblume versteckt. Die ich halt jetzt einfach nicht finde. Und interessant ist auch, diese kleinen Blumen, die man da findet, die... Ah, perfekt! Mann, das war aber nur eine normale Münze. Ich dachte, das wäre irgendwas Spezielles. Ah, hier haben wir was. Ja, die Dinger hier, die sind komischerweise nicht in der Silhouette. LOL? Das war ein Gegner. Lame. Ja, wie soll ich denn das bitte wieder riechen? Dass da aus dem Nichts ein Gegner kommt. Gut, dann baller ich mich hier gleich einfach mal durch. Hier ist nichts. Hier jetzt auch nichts. Aber da ist irgendwo ein Weg oben. Gut, es geht mit einem Wandsprung, das passt. Ja, tatsächlich nur mit Wandsprung. Und unten schon das nächste. Gut, der Checkpoint ist auch schon in der Nähe. Alter, warum? Warum tut ihr mir das an? Nein, ich hab gedrückt. Ja gut, das war's erstmal mit dem Elefantenpilz. Nein, warum? Ich wette, brauche ich jetzt hier noch irgendwo. Safe Call. Vielleicht kriege ich hier wieder einen. Ja, tatsächlich. So, aber jetzt wirklich ganz genau aufpassen. Das könnte sonst in die Hose gehen. Da vorne habe ich, glaube ich, schon die Wunderblume gesehen. Hä, sind die da reingegangen gerade? Oder sind die gerade einfach despawned? Okay, gut. Ja, der hat eine Wunderblume scheinbar. Gib sie her. Danke. So, was macht die? Ah, genau. Okay, das hat man auch schon gesehen im Trailer. Das ist dieses komische Item, wo du so... Genau, wo du dich so einziehen kannst, dann wieder ausziehen. Warum bewegt sich das hier? Ich hätte hier vorher eine Stampfattacke machen sollen. So! Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Ich muss erstmal da reinkommen. Okay, passt. War nur eine Münze. Okay. Ah, okay. Wenn ich schrumpfe, dann gehen da teilweise Bäume auch nach unten. Ja, nice to know an der Stelle. Hier ist auch was. Nee, da gibt es wieder so viele Möglichkeiten. Also hier kann ich auf alle Fälle nach unten. Gut, das müsste die letzte 10er gewesen sein, so ist es. Ey, Mann, die wollen mich doch verarschen hier gerade. Wo komme ich da noch lang? Hier vielleicht? Ja, tatsächlich. Nein, jetzt wurde ich getroffen.
Jetzt bin ich so ein kleiner Tod wieder. Mann, ich sehe die Gegner hier einfach nicht. Also die machen es deutlich mit größeren Abfuck, als es in Donkey Kong Country Returns der Fall war. Gut, das Spiel, also die Spiele sind auch schon ein bisschen länger her, muss man auch dazu sagen. Aber so viele Münzen, die es hier zu ergattern gibt. Hier ist sie, hier ist sie. Okay, passt. Ich dachte schon, ich hätte sie eventuell verpasst. Ah, jetzt bin ich wieder ein Elefant. Nice. So, das heißt, das Level wird wahrscheinlich eh bald am Ende sein. Ja, tatsächlich. Verdammt, das habe ich jetzt verkackt. So, bitte respawn nochmal. Wenn sie überhaupt respawnen. Ja, der eine zumindest. Gut. Den kann ich wenigstens noch als Sprungbrett verwenden für die goldene Fahne. Gut, das merke ich mir aber auch gerne in Zukunft. Also wenn du einen Gegner geklatscht hast, dann respawnt er nicht einfach, wenn man wieder aus dem Bild rausläuft oder ein bisschen weiter zurück. Nee, den musst du halt wirklich, den hast du nur einmal. Was natürlich auch gar nicht mal so unklug ist, denn logischerweise, wenn du halt die nur einmal hast, dann kannst du dir relativ viel verbocken. Lol, ist da noch ein Level? Alter, ich dachte, das wäre ein spezielles, aber nee. Das ist ja gefühlt ein halber Weltabschnitt. Ja, jetzt kommen die wieder. Mit denen habe ich eh noch gute Erinnerungen. Wann war denn das? Das war jeder zweite Park, glaube ich. Der hat mich die ein bisschen immer wieder mal verarscht. Weil ich konnte die nie wirklich kontrollieren. Ah, das sieht cool aus. Was bist du denn? Okay, gefährlich ist er nicht. Das passt schon mal. Das war irgendwie so eine... das ist keine Ahnung, so eine Rauchwolke. Kann die ballern, weil dann ist es einfach irgendwie so eine Art... verunstaltete Geistversion von dem Feuerspark. Ey, wie dumm kann man eigentlich sein? Okay, und ich verstehe schon, was die von mir wollen. Die Dinger können natürlich das alles klatschen. Also, lol, ich habe sogar den richtigen Charakter, perfekt. Und das bringt nur eine lila Münze. Ey, Mann, das ist aber schon lächerlich. Hätten die schon ein bisschen besser handeln können. Ich meine, eine 10er-Münze, dass sie da nicht drin versteckt haben. Ich hoffe, das wird auch nicht der Fall sein, irgendwann. Aber ein Item hätte schon sein können. Oh, nee. Okay, ich muss den Kerl da runter bekommen. Jetzt muss ich kurz mal richtig timen. Den kann ich nicht berühren, oder? Nie und nimmer. So, jetzt brauche ich seinen Bounce. Wenn es funktionieren wird. Und zack. Passt, habe ich. Und das war auch die erste Münze, kurz vor dem Checkpoint. Ja, mit den Gegnern kann man natürlich... LOL. Das ist ein Yoshi-Block vor allem. Und der hat trotzdem funktioniert. Ist das jetzt ein Spielfehler oder was ist das? Okay, nee, Blödsinn. Da wird wahrscheinlich auch wieder eine lila Münze drin sein, dann für später. So, den klatsche ich kurz mal. Ja, wird der Bounce reichen? Ich glaube nicht mal ansatzweise, oder? Nee. Kann es sein, dass ich da diese eine Medaille brauche? Achso, ich kann vielleicht auf den Dingern doch springen. Das geht auch. Das könnte tatsächlich der Fall sein. Ja, tatsächlich, kann auf den springen. Ja, sorry Leute, das sah nach einer richtigen Gaswolke aus. Also, aus vergangenen Spielen bin ich da gewohnt, dass es vielleicht mal Abfuck ist. Die ganzen Tricksereien hier. Aber man sieht, man merkt eindeutig, Mario Bros. Wonder spielt da ein bisschen mit komplett anderen Regeln. Der fällt da gerade einfach runter. Ist das eventuell... Naja, okay. Ich muss nicht hinterher. Ich treffe die Dinger doch einfach gar nicht. Aber die Level, ey, die sehen so bombastisch aus. Ja, sorry Leute, ich hatte eine Frühschicht, deswegen ich bin ein bisschen plemplem. Zumindest minimal. Nein, du nicht. Ich habe mich heute schon so oft treffen lassen, nicht nochmal. Okay, da geht's. Ich bin mir da gerade sehr unsicher. Okay, hier ist das Ziel. Das heißt, ich gehe erstmal nochmal ein Stück höher. Oh, okay, ich schnall schon. Warte mal, ist hier überhaupt... Das verwirrt mich jetzt gerade. Also fehlt noch eine 10er-Münze. Und beide Wundersamen. Oh nee, bitte nicht.
Ja, klar, das wollen die jetzt nicht wirklich, aber es geht sich aus, okay, passt. Das heißt, da oben muss eine 10er-Münze sein und der Wundersamen. Tatsächlich, hier ist ein Checkpoint, ein eigener. Also du kannst entweder ins Ziel gehen und denkst dir so, what the hell, was habe ich übersehen? In Wirklichkeit ist die Hälfte hier oben noch. Ja, hier ist ein Loch. Die gebe ich erstmal da rein. Hallo? Ah, jetzt. Da ist sie. Oh, ich verstehe schon. Okay, ja, ja, jawohl. Jawohl. Hä? Das ist ja mal mega geil. So eine kleine Astronautenmission. Also dieses Spiel bist da, ich kann da wirklich nichts Negatives gerade sagen. Es, da kommen solche überraschenden Sachen die ganze Zeit. Nur mit Elefanten ist gerade ein bisschen sehr schwierig zu steuern. Das war gemeint. Bitte sag nicht, ich muss den behalten. Vor allem, ich glaube, diese lilanen, die sollte ich besser nicht berühren. Ich habe eher so ein Gefühl. Oh nein, 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 nein. Okay, das habe ich. Gut, dann komme ich jetzt wieder bei der roten Röhre da unten wahrscheinlich raus. Aber Leute, ehrlich gesagt ist mir das noch nicht ganz genug, weil hier muss irgendwo noch eine 10er-Münze sein. Ich meine, ich habe so ein Gefühl, höchstwahrscheinlich wird die irgendwo auf dem Weg nach oben gewesen sein. Ja, safe auch noch. Ja gut, kannst nichts machen, oder? Hier ist sie. Ist sie hier? Ne. Nein, bitte nicht. Ich habe echt einen übersehen. Weil da oben war nichts. Ach, verdammt. Da dachte ich, ich könnte alles finden, aber nee. Eine fehlt. Gut, dann schaue ich wenigstens, dass ich die goldene Fahne hinbringe. Habe ich. Trotzdem mega belastend gerade. Ja gut, dann gibt's halt mal wieder eine Einblendung. Ich meine, das wird eh in jedem Part der Fall sein, höchstwahrscheinlich. Ich lasse mir eh viel Zeit, nur das Problem ist halt, naja, was bringt's dir? Aber das war wirklich bisher eines der besten Level. Ich meine, alle waren bis jetzt grandios. So, da ist noch was. Das ist jetzt aber irgendwie so eine, genau, ein Abzeichentest. Profi, Chatantrieb, Dreier Schwierigkeit. Das sieht einfach nur noch laufen aus. Auf alle Fälle ein neues Abzeichen. Ja. Du rennst immer mit großer Geschwindigkeit. Rennst du über eine Klippe, kannst du für einen kurzen Moment sogar in der Luft springen. Das habe ich jetzt gerade überhaupt nicht verstanden, was der von mir will. Okay, gut. Ja, es war wieder nichts. Ich glaube, das wird schon einen Grund haben, warum der Dreier Schwierigkeit steht. Habe ich. Ja. Okay, das soll ich einfach... What? Also die 10er-Münze, die überfordert mich gerade ein bisschen. Ach, lol. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Im spätesten Augenblick springen, damit ich die kriege. Ah, das war nix. Ja, verdammt. Okay, also mit dem Highspeed kannst du ein bisschen sogar über den Abgrund laufen. Das war wieder nix. Lol, sieht mir das Leben ab. Das habe ich jetzt gerade gar nicht beobachtet. Zieht das... Jetzt springe ich schon wieder. Okay, ne, zieht's nicht ab. Das wäre schon mega asozial. Digga. Ich bin zu blöd für alles gerade. Komm bitte. Ja. So, nochmal. Ey, ich hab den doch berührt. Jetzt auf einmal. Ja, wunderbar. Jetzt bringt's mir halt auch nichts mehr.
Ah, immer eine Millisekunde zu früh. Und einmal zu spät bis dato. Ja, jetzt hab ich's. Ja. Ja, und einmal noch. War das gut oder schlecht? Das war nicht gut, das war nicht gut, das müssen wir nochmal üben. Ich will schon die goldene Ding haben und ich hab sie. Gut, ein paar Fails, aber soll halt so sein. Das bedeutet, Leute, wir kriegen das Abzeichen jetzt. Das freut mich schon mal. Aber das kann halt wirklich helfen. Ich meine, du bist halt relativ schnell, also für das schnelle Durchspielen von manchen Leveln ist das sicher gut. So, was haben wir da oben jetzt eigentlich? Toll gemacht und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Nee. Das ist jetzt ein bisschen zu OP, glaube ich, fast sogar. Vor allem mit Yoshi vielleicht dann noch so im Mix im nächsten Part kann ich machen. So, was bringt mir das jetzt eigentlich? Also es ist nicht nur ein Level gewesen, das ist ein kompletter Levelabschnitt. Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ja, ich habe. Es ist eine Spezialwelt. Enorm, unglaublich. Dieser Ort ist wirklich fantastisch. Wo sind wir hier eigentlich? Ich finde, dieses Gebiet ist etwas ganz Besonderes. Es ist geradezu ein Spezialgebiet. Königsdank gibt es hier wohl keine, doch wir sollten uns trotzdem einmal umsehen. Fünfer Schwierigkeit, Röhrenfelsen Spezial, Rolfs am Pieksberg. Geile Mucke übrigens. Okay, das gibt's von jeder Welt. Und das ist sogar wirklich eine eigene, also das sind andere Samen. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, das ist auf alle Fälle was dann für den eigenen Part. Das brauche ich hier jetzt tatsächlich nicht. Oh mein Gott. Na gut, Leute, also wir wissen jetzt mittlerweile, es gibt sogar jetzt eine Spezialwelt, die wir sogar relativ früh schon sehen können. Aber diese 5-Sterne-Level, das werden alles eigene Parts werden. Erst wenn wir dann alle Spezialwelten mal, also von allen Bereichen das freigeschaltet haben, das werden dann wahrscheinlich so 2 Parts werden, wo ich das alles mache. Ich glaube, das ist eine gute Einteilung. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, der Part passt mit der Länge und wir schauen uns nochmal an, wo diese eine lilane Mütze ist. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ja gut, Leute, ich glaube, ich habe es gefunden. Und zwar der Kerl da drüben. Nur ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich habe da seine Abzeichen ja jetzt angelegt, wo ich da so ganz viel Speed bekomme. Okay, ist aber egal. Ich komme da trotzdem rein. Ach man, ich habe den Kerl nicht weggestoßen. Ja, und jetzt seht ihr es. Aufgrund des Speedes aber habe ich mir jetzt eine relativ krasse Zusatzaufgabe gestellt. Ja, passt. Aber ich glaube, es klappt schon. So, der ist weg. Und der ist auch drin. Gut, hab's. Perfekt. Ja, dann war das die dritte 10er-Münze. Gut, dann haben wir jetzt alles, was wir brauchen aus dieser Welt. Also, Leute,